Das Ruhrgebiet liegt im Feuerbereich ihrer Artillerie. Beide Seiten, Deutsche und Amerikaner, sehen im Ruhrrevier die Waffenschmiede Deutschlands. Ihr Zentrum ist Essen, die Kanonenstadt. Wenn amerikanische Kanonen die berühmteste Kanonenfabrik der Welt beschießen können, lassen Nationalstolz, Firmenwerbung und Kriegspropaganda das Ereignis historisch bedeutsam erscheinen. Nur zu diesem Zeitpunkt des Krieges werden in Essen keine Kanonen mehr produziert. Der Name Krupp ist im Frühjahr 1945 für Amerikaner identisch mit allem, wogegen Amerika in Europa kämpft. Nationalsozialismus, Angriffskrieg, Unterdrückung und Ausbeutung fremder Völker, Anspruch auf Weltherrschaft. Mit diesen Anklagepunkten wird man Alfred Krupp vor Gericht stellen. Die alliierte Kriegspropaganda hat die Krupps zum negativen Symbol Deutschlands aufgebaut. Meinungsmacher des Dritten Reiches leisteten Vorarbeit. Sie hängten ihren Propagandakarren an das Image einer technologisch fortschrittlichen Firma. Hitlerjungen sollten hart wie Kruppstahl sein. Artilleriegranaten können in Essen kaum noch Schaden anrichten. Die Stadt liegt in Trümmern. In den Kruppwerken werden die verfügbaren Arbeitskräfte nur noch zum Aufräumen eingesetzt. Luftangriffe der Royal Air Force haben die Produktion im Herbst 1944 zum Erliegen gebracht. Ein Großteil der industriellen Ausrüstung ist aber rechtzeitig in weniger gefährdete Gebiete verlagert worden. Britisches Flächenbombardement verwandelte Essen in 12,2 Millionen Kubikmeter Schutt. Der letzte der 15 Großangriffe am 11. März 1945, bei dem Bomben mit spezieller Tiefenwirkung zum Einsatz kamen, zerstörte die Infrastruktur der Stadt. Straßen, Kanalnetz und Versorgungsleitungen. Nicht nur Essen, das ganze Ruhrgebiet gleicht einer Kraterlandschaft. Zu den Städten, auf die nach britischen Angaben mehr als 10.000 Tonnen Bomben geworfen wurden, gehören auch Dortmund, Duisburg und Gelsenkirchen. Die Gussstahlfabrik in Essen vor dem Kriege. Mit ihr wurde Essen zur Großstadt. Längst war der gewaltige Werkskomplex nur ein Teil des Kruppschen Wirtschaftsimperiums. Der Gott der alten Grafen ist, der wollte keine Knechte. Im ersten Kriegsjahr hatte Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess die Verdienste der Firma um Deutschlands Wiederaufrüstung mit der Verleihung des Ehrentitels Nationalsozialistischer Musterbetrieb gewürdigt. Die Feierstunde am 1. Mai 1940 war übrigens der letzte öffentliche Auftritt von Rudolf Hess vor seinem Flug nach England. Firmenchef Gustav Krupp wurde anlässlich seines 70. Geburtstages vom Führer persönlich mit dem Titel Pionier der Arbeit und dem Adlerschild des Deutschen Reiches mit der Inschrift Deutscher Wirtschaftsführer ausgezeichnet. Das goldene Parteiabzeichen trug er bereits ehrenhalber. Gustav Krupp war gewiss kein Nationalsozialist. Er gehörte nicht zu den westdeutschen Industriellen, die Hitler vor 1933 finanziert hatten. Aber er stellte sich den Plänen und Taten des Führers auch nicht in den Weg. Hitler wurde Krupps einziger Auftraggeber. Widerspruch wäre wirtschaftlicher Selbstmord gewesen. Im Mai 1940 fielen in Essen auch die ersten Bomben. Die Schlacht über der Ruhr begann mit dem ersten britischen Großangriff im März 1943. Konzentrierte deutsche Abwehr fügte den anfliegenden Verbänden schwere Verluste zu. Die britische Wochenschau zeigte den Nachtangriff vom 3. April 1943. At dusk, the giant bombers go for a raid against the greatest of German armament plants. The Krupp works at Essen. A night raid. Into Germany.
And at Essen, they release incendiary bombs and high-explosive blockbusters. 450 acres of Krupp Works glare with fires in the darkness. And now the camera catches the spectacular freak of chance. In a storm of anti-aircraft fire, an incendiary bomb is hit by an anti-aircraft shell. The firebomb explodes with a blinding glare which grows smaller as it falls. A night fantasy. And that's what the pilots see as 150, 4,000-pound bombs burst in the heart of the Nazi armament industry. Der britische Sprecher sagt, 150 Zwei-Tonnen-Bomben treffen das Herz der Nazi-Rüstungsindustrie. 450 Morgen-Krupp-Gelände gleißen im nächtlichen Feuerschein. Nur ein Teil der Bomben traf das Werk. Und die Brände zerstörten nicht die Industrie, sondern Wohngebiete. Zunächst war nur die Zivilbevölkerung Opfer des Bombenkrieges. Bei den 6 Großangriffen zwischen März und Juli 1943 wurde der Stadtkern Essens fast völlig zerstört. Hunderttausende waren obdachlos. Mehr als 1000 Zivilisten starben in den Flammen. Zwischen März und Juli 1943 fielen in Essen mehr als 600 Luftminen, 4000 Sprengbomben, 400.000 Stabbrandbomben und 120.000 Phosphorbrandbomben. Hitler hatte den Bombenkrieg begonnen. Der herausgeforderte Gegner schreckte nicht vor gleicher Brutalität zurück. Das Unerwartete, Schicksalhafte betäubte die Menschen zunächst. Dann schloss es sie gegen die Erwartung des Feindes zusammen. Britische Flugblätter, die den eigenen Terror als Gegenterror begründeten, blieben wirkungslos. Und was auf diesem Flugblatt 1943 behauptet wurde, entsprach nicht den Tatsachen. Die Krupp-Werke waren zwar getroffen, aber sie produzierten weiter. Sie steigerten ihre Produktion sogar. Panzerplatten und Granaten kann man auch in zerstörten Werkshallen fertigen. Wie hypnotisiert sah das britische Bomberkommando immer nur die alte Gussstahlfabrik in Essen, schickte Angriffswelle auf Angriffswelle, während das modernste Stahlwerk Deutschlands in Essen-Borbeck und die Friedrich-Alfred-Hütte in Rheinhausen ungehindert weiterproduzierten. Bis Kriegsende wurden auf die Gussstahlfabrik Essen mehr als 16.000 Tonnen Bomben geworfen, auf Rheinhausen 76 Tonnen. Das Hüttenwerk Borbeck blieb unbeschädigt. David Irving hat Essen nicht zu Unrecht als gigantischen Köder bezeichnet, der die Aufmerksamkeit des Bomberkommandos von wichtigeren Zielen ablenkte. Werksfeuerwehr im Einsatz auf dem Krupp-Gelände. Diese Filmaufnahmen wurden 1943 von der Firma selbst hergestellt, um die Kriegsschäden zu dokumentieren. Sie waren natürlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Dabei sieht es nach Werbung aus, wenn ein Krupp-Magnet beim Transport eines Blindgängers Verwendung findet. Vielleicht sollte es später einmal Werbung werden. Die Firma hat nicht nur Stahl entwickelt. Als erstes deutsches Unternehmen betrieb sie Public Relations. Am Ruf als Waffenschmiede wirkte sie kräftig mit. Die Kruppstadt Essen konnte sich aus der ihr schädlichen Identifizierung erst befreien, als sie selbst für sich warb. Erste Ansätze in den 20er Jahren wurden jedoch bald durch den Nationalsozialismus zunichte. Auf dem Höhepunkt des Bombenkrieges gelang es unter großen Opfern, Wirtschaft und Verkehr in Gang zu halten. Die offizielle Reaktion dokumentiert ein Telegrammwechsel zwischen Reichspressechef und Oberbürgermeister. In diesen Tagen, in denen meine Heimatstadt Essen so hart getroffen wurde und ihre Bevölkerung so Schweres zu erdulden hatte, bitte ich Sie, lieber Parteigenosse Dilgard, meiner kameradschaftlichen Gefühle und die Bevölkerung meiner wärmsten Anteilnahme versichert zu sein. Die starke Haltung, die vorbildliche Hilfsgemeinschaft und der tapfere Geist der Essener hat überall im Reich tiefen Eindruck hinterlassen. Indem ich durch Sie, Herr Bürgermeister, allen schwer getroffenen und tapferen Essenern meine herzlichsten Grüße übermittle und Sie jeder Unterstützung versichere, die in meinen Kräften steht, bin ich mit Heil Hitler, Ihr Dr. Dietrich, Reichspressechef. Die Essener Bürgerschaft dankt Ihnen herzlichst für die kameradschaftliche Anteilnahme, die Sie, Parteigenosse Dietrich, als Sohn unserer so schwer geprüften Stadt bekundet haben.
Sie wird sich auch durch diesen Terror nicht in ihrem trotzigen Lebenswillen beirren lassen. Heil Dilgard, Oberbürgermeister. Nach der amtlichen Statistik fand nur jeder dritte Essener Sicherheit vor feindlichen Bomben in Bunkern, ausgebauten Tunnels und Stollen. Die Mehrheit war auf trümmersichere Bauten, also Keller und Deckungsgräben, angewiesen. Dagegen blieb die wachsende Zahl der Gefangenen und Fremdarbeiter in ihren Unterkünften dem Bombenhagel oft schutzlos ausgeliefert. Über die Zahl der Opfer fehlen alle Unterlagen. Bei den insgesamt 272 Luftangriffen starben 6.803 Essener Bürger. Das Stadtarchiv verwahrt neben wichtigeren Dokumenten diese Rechnung, für Beisetzung von Fliegeropfern LKW-Kipper gestellt. Und in der Akte Bestattungswesen eine Rechnung über 61 Grabkreuze mit dem als selbstverständlich empfundenen Hinweis, wie schon wiederholt geliefert. Alle Erfolge der deutschen Jagdabwehr können das Ruhrgebiet nicht mehr schützen. Ist zahlenmäßig und technisch überlegen. Angriffe auf ihre Bomberpulks müssen teuer bezahlt werden. Amerikaner und Engländer erringen die Luftherrschaft und setzen das Zerstörungswerk fort. Aufmarsch der britischen 2. Armee und der 9. US-Armee unter Feldmarschall Montgomery zum Rheinübergang bei Wesel. 3.500 Geschütze geben Feuerdeckung. Der Angriff beginnt am 23. März und trifft nur vereinzelt auf deutschen Widerstand. Englands Premierminister Churchill beobachtet den Rheinübergang von einem Hügel in der Nähe Xantens aus. Die Operation hat angesichts der deutschen Unterlegenheit Manövercharakter. Lastensegler werden beladen. Das britisch-amerikanische 18. Luftlandekorps soll die Verbindungen hinter der deutschen Kampflinie am Brückenkopf Wesel sperren und Brückensprengungen verhindern. Fallschirmjäger werden nördlich und nordwestlich von Wesel abgesetzt und sichern die Landeplätze der Lastensegler. Vereinzelte deutsche Flakbatterien sind den massierten Kampffliegerangriffen entgangen. ...1500 Flugzeuge und 1300 Lastensegler nehmen an dem gewaltigen Unternehmen teil. Seit der Vernichtung einer britischen Luftlandebrigade bei Arnheim gilt erdrückende Übermacht als Voraussetzung für eine erfolgreiche Luftlandung. Unter dem Verband der Rhein. Die von Bombern gezogenen Lastensegler werden vor dem Zielgebiet ausgeklinkt und fliegen den Landeplatz an. Da die Fallschirmjäger ihre vorgesehenen Ziele verfehlt haben, landen die Lastensegler in ungünstigem Gelände. Jede zweite Maschine wird zerstört oder beschädigt. Der militärische Erfolg ist gleichwohl gesichert. 17.000 Mann, 800 Fahrzeuge und Geschütze und 600 Tonnen Munition werden hinter den deutschen Linien abgesetzt. Abschuss eines britischen Panzers im Diersforter Wald. Die meisten deutschen Soldaten wissen, dass der Krieg endgültig verloren ist. Sie gehen in Gefangenschaft, sobald sich eine Gelegenheit bietet. Britische Pioniere errichten eine Pontonbrücke, über die das Gros der beiden Armeen Montgomerys nach Osten vorrücken wird. Gleichzeitig mit dem Rheinübergang bei Wesel stößt die 1. US-Armee aus dem Brückenkopf Remagen heraus in Richtung Frankfurt vor. Sie schwenkt nach der Einnahme Frankfurts Richtung Norden. Strategisches Ziel ist die Einkesselung des Ruhrgebietes. Die Zange schließt sich am 1. April bei Lippstadt.
Im Ruhrkessel werden die deutsche Armeegruppe C und zwei Korps der Armeegruppe H eingeschlossen. Zu größeren Kämpfen kommt es am Rand des Reviers nicht mehr. Meist gibt es auch keine Frontlinie. Der Feind sickert in Gebiete ein, die von der Wehrmacht geräumt werden oder in denen sich deutsche Truppenteile ergeben. Am 18. April ist der Ruhrkessel liquidiert. 325.000 Soldaten und Offiziere, darunter 30 Generale, gehen in Gefangenschaft. Für Essen ist der Zweite Weltkrieg und die unheilvolle Rolle der Kanonenstadt am 11. April 1945 zu Ende. Die Wehrmacht hat das Gebiet nördlich der Ruhr kampflos geräumt. Nun rücken von Steele kommend Einheiten der 9. Armee in die Stadt ein. Ihr Kommandeur ist General Ritschwe, der spätere Oberbefehlshaber der NATO. Alle Würdenträger der Partei sind geflohen oder untergetaucht, wie Gauleiter-Stellvertreter Schlessmann, der sich in den letzten Tagen seiner Amtszeit bereits mit falschen Papieren und einer neuen Wohnung versorgt hatte. Ein führender Nationalsozialist macht die Ausnahme, Oberbürgermeister Dilgard. General Ritschwe begrüßt ihn bei der Besetzung des Rathauses mit den Worten: Sie sind der erste leitende Beamte, den ich angetroffen habe, der erste, der nicht geflohen ist. Alfred von Bohlen hat den Einmarsch der Amerikaner auf Villa Hügel erwartet. Er wird verhaftet und nach Schonnebeck gebracht, wo er zusammen mit Dilgard rechts neben Krupp gefangen gehalten wird. Dilgards Stellvertreter Dr. Russell übernimmt von den Amerikanern das Amt des kommissarischen Bürgermeisters. Durch die Straßen Essens ziehen zurückflutende Evakuierte, Obdachlose und Fremdarbeiter. In den kommenden Wochen wird die provisorische Stadtverwaltung größte Mühe haben, in der zusammengebrochenen Ordnung das völlige Chaos zu vermeiden. Die bisher von den Betrieben versorgten Zwangsarbeiter, die nach härtesten Entbehrungen auf die neu gewonnene Freiheit reagieren, fallen jetzt der Stadt zur Last. Fast 300.000 Menschen leben im April 1945 in den Trümmern Essens. Sie werden mit den einfachsten Dingen beginnend neu aufbauen. Viele werden vergessen, was sie erlebt haben. Die Verwaltung fürchtet den Ausbruch von Seuchen. Amerikanische Sanitäter führen auf offener Straße Massenentlausungen mit DDT-Pulver durch. Amerikanische Kriegsberichte filmten die Ausgrabung von Opfern der Nationalsozialisten. Es werden keine Großaufnahmen gezeigt. An vielen Stellen Deutschlands entdeckten die vorrückenden Alliierten Massengräber. SS und Gestapo ermordeten ihre Gefangenen oft in letzter Stunde. Dieses Massengrab liegt nicht in Essen, sondern, wie aus den Filmdaten hervorgeht, bei Essen. Die Aufnahmen zeigen Ereignisse und Reaktionen, die das Verhältnis zwischen Siegern und Besiegten unmittelbar nach Kriegsende deutlich machen. Wenn Amerikaner ein Massengrab entdeckten, griffen sie wahllos diejenigen deutschen Zivilisten auf, die ihnen gerade begegneten. Sie mussten die Leichen ausgraben. Dann räumten Soldaten die Häuser der Umgebung und trieben die Bevölkerung zur neuen Beisetzungsstätte. Männer, Frauen und Kinder wurden an den Opfern vorbeigeführt. Dieses Geschehen wird übereinstimmend aus mehreren deutschen Städten berichtet, auch aus Essen. Dort waren kurz vor Kriegsende am Montagsloch, unweit der Norbertstraße, 35 Fremdarbeiter von der SS erschossen worden.
Der von den Amerikanern eingesetzte kommissarische Oberbürgermeister Dr. Russell musste an der Umbettung teilnehmen. Ebenso der ehemalige Essener Bürgermeister Verspol. Verspol erinnert sich. Keiner der Zivilisten wusste, was ihn erwartete. Es handelte sich im Wesentlichen um leitende Beamte der Stadtverwaltung, die vom Stadtkommandanten zu einer Besprechung in das Deutschlandhaus bestellt waren und dann auf Lastwagen geladen wurden. Auch Neugierige, die sich an der Abfahrtsstelle angesammelt hatten, wurden aufgegriffen und mussten offenbar die Zahl für zwei Lastwagen vollmachen. In der Lebensmittelversorgung ist Essen auf die Hilfe der Besatzungsmächte angewiesen. Sie geben erbeutete Bestände und eigene Reserven frei und stellen Transportmittel. Es fehlt an allem. Wo Ware eintrifft, bilden sich Schlangen, an deren Ende die Menschen vergeblich warten. Lebensmittelkarten sollen die gerechte Verteilung sichern. Voraussetzung ist die Registrierung, der Wiederaufbau einer Verwaltung. Im Mai setzen die Amerikaner den kommissarischen Bürgermeister Dr. Russell ab, an dem sie braune Flecken vermuten. Nachfolger wird Dr. Rosendahl, ein Konservativer, der sich verpflichtet, die Stadt wie ein Familienvater die Seinen zu betreuen. Unerlässliche Vorbedingung für die Bewältigung der auf allen Gebieten vor uns liegenden, beinahe unlösbar erscheinenden Aufgaben sind Ruhe und Ordnung, Besonnenheit und Gehorsam. Wenn alle zusammenstehen wie ein Mann, werden wir es, vorwärts und aufwärts schauend, gemeinsam schaffen. Darum mit Gott für Heimat und Vaterland. Die mehr als 30.000 Fremdarbeiter und Verschleppten, die sich noch in Essen aufhalten, stehen außerhalb der Gemeinschaft. Einige von ihnen plündern, morden und brandschatzen. Machtlos muss die Stadtverwaltung hinnehmen, wie das Kaufhaus neben dem Stadttheater niedergebrannt wird. Die Passanten schauen nicht einmal hoch. Sie sind an Feuersbrunst gewöhnt. Belgische und französische Zwangsarbeiter werden als erste repatriiert. Das Problem bleiben die Russen und Polen, deren Rückführung sich verzögert. Im Juli 1945 verlassen die russischen Kriegsgefangenen Essen. Sie demonstrieren ihre Treue zum Sowjetstaat, der sie samt und sonders als Kollaborateure ansieht. So gehen sie von einer Gefangenschaft in die andere, aber sie kehren in die Heimat zurück, die sie später rehabilitieren wird. Essen ist der britischen Zone zugeteilt. Englische Truppen lösen die amerikanische Armee ab. Feldmarschall Montgomery übernimmt die Stadt. Das Hotel Essener Hof ist Hauptquartier der Militärregierung. Alle Rüstungsbetriebe sollen demontiert oder zerstört werden. In der Krupp-Schmiede inspiziert ein Besatzungsoffizier Kanonenrohlinge, die nicht mehr bearbeitet werden konnten. Ein ehemaliger technischer Direktor führt den Offizier durch das Werk, das zu 30% kriegszerstört ist. Weitere 40% werden später demontiert oder gesprengt. Der ehemalige Werkschießplatz bietet ein Bild der Verwüstung.
Zu Kaisers Zeiten war er die Bühne glanzvoller Geschützpremieren. Fürsten und Potentaten aus aller Welt bewunderten und bestellten Krupp-Kanonen. Große Geschütze wie dieses 28 cm Eisenbahngerät wurden auf dem Schießplatz Meppen erprobt. Vorführung einer Krupp-Kanone vor Adolf Hitler. Rechts vom Führer Professor Erich Müller, der Krupp'sche Kanonen-Chefkonstrukteur, zwischen beiden Reichsleiter Bormann. Eine alliierte Kommission prüft, was übrig blieb und sich zu demontieren lohnt. Der dicke Gustav mit 80 cm Kaliber, das größte Geschütz der Weltgeschichte, wird durchbrannt und zerlegt. 1.500 Tonnen Schrott können nützlichen Zwecken zugeführt werden. Gustav Krupp hatte 10 Millionen für das Monstrum ausgegeben, das nur einmal vor Sevastopol zum Einsatz kam. Dann ersuchte er Hitler um die Gunst, die Krupp-Werke von einer Kostenforderung für dieses erste Erzeugnis zu entbinden. Für alle weiteren wollte er 7 Millionen. Aber der dicke Gustav fand keinen Markt. Dies ist die Stunde des Triumphs der Sieger. Das Potsdamer Abkommen sieht die Entindustrialisierung Deutschlands vor. Den zugestandenen Lebensstandard soll die Kohlenförderung sichern. Am 22. Dezember 1945 werden sämtliche Bergwerksbetriebe von der britischen Armee beschlagnahmt. Die Kohlenproduktion ist auf ein Drittel der Vorkriegsproduktion gesunken. Um die Kohlenförderung zu steigern, werden Kriegsgefangene bevorzugt entlassen und Bergleute angeworben. Ärztliche Betreuung, Kleidungsstücke aus britischen Armeebeständen, festes Schuhwerk und Unterkunft sind im Herbst 1945 ein besonderer Anreiz. Die Kumpels werden zunächst die einzige Bevölkerungsgruppe sein, die ausreichend versorgt wird, wenn auch nicht immer ganz so musterhaft wie in diesen Aufnahmen. Die Kohlenförderung in der britischen Zone steigt von Juli bis Oktober 1945 von 1,7 auf 3,8 Millionen Tonnen. Produktionszahlen beherrschen die Schlagzeilen der Tagespresse. Jeder weiß, dass die entscheidenden Impulse für die Wirtschaft vom Kohlenbergbau ausgehen werden. Sonderschicht. Am Zechentor wird Brot ausgegeben. Der britische Stadtkommandant Oberst Kennedy ernennt im Februar 1946 den Kommunisten Heinz Renner zum Oberbürgermeister. Im Oktober 1946 finden die ersten Wahlen zum Stadtparlament statt, das Dr. Gustav Heinemann, CDU, zum Bürgermeister wählt. Heinemann rechts mit seinem Amtsvorgänger Renner. In Düsseldorf wird die Nordrhein-Provinz geschaffen. Als ersten Oberpräsidenten ernennen die Engländer Hans Fuchs,
Die Militärregierung entlässt ihn Anfang Oktober 1945 ohne Angabe von Gründen. Sein Nachfolger ist Robert Lehr, der später erster Innenminister der Bundesrepublik wird. Sehr vorsichtig und schrittweise erweitert die Militärregierung die Kompetenzen der deutschen Behörden. Sie wird die direkte Verwaltung den Deutschen überlassen und sich auf Kontrolle beschränken. Die in der Polizeischule der Nordrhein-Provinz ausgebildeten ersten Polizeikräfte unterstehen noch unmittelbar der Besatzungsmacht. In den Städten und Gemeinden müssen dienstliche Schreiben auch auf Englisch ausgefertigt werden, da Englisch, wenn auch nur vorübergehend, als Amtssprache vorgesehen wird. Britische Soldaten helfen mit, ihre eigenen Blindgänger zu beseitigen. Diese Bombe muss gesprengt werden, weil der Zünder nicht entfernt werden kann. Die Engländer stellen auch Material und Fachleute für den Bau von Behelfsbrücken. Die Gitterkonstruktionen der Bailey-Brücken werden noch jahrelang ein vertrautes Bild auf allen Verkehrswegen sein. Die öffentliche Versorgung und der Wiederaufbau des Verkehrsnetzes sind die dringendsten Aufgaben. Die Wiederherstellung des Eisenbahnnetzes wird den Wirtschaftsaustausch zwischen Ruhr- und landwirtschaftlichen Überschussgebieten wieder ermöglichen. Vorhandene Bestände an Lastkraftwagen, meist Wehrmachtsfahrzeuge, werden gepoolt und den Betrieben zugeteilt. Neben Nahverkehrsmitteln nimmt auch die Bahn den Personenverkehr wieder auf. Die Hamsterzüge werden gestürmt. Wie es dabei zugeht, zeigt ein Originalausschnitt aus einem englischen Film über die Situation in der britischen Zone. Achtung! Achtung! Hungerdemonstration in Essen. Der britische Stadtkommandant hat nach der Senkung der Lebensmittelrationen einen Aufruf erlassen. Der beste Rat, den ich Ihnen geben kann, ist, den Gürtel enger schnallen und es mit Fassung tragen. Die Demontage verstärkt die Unruhe in der Bevölkerung. Wird mit dem drohenden Verlust der Arbeitsplätze nun auch noch jede Chance für eine bessere Zukunft verbaut? Verbitterung greift um sich. Die Kommunisten agitieren. Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl sprechen im Juli 1946 auf dem Burgplatz in Essen. Hunger und Unruhe an der Ruhr wecken in den ehemaligen Feindstaaten Kräfte, die den Deutschen helfen und ihre Isolierung beenden wollen. Einer der ersten Ausländer, der Essen nach dem Krieg besucht, ist der Bischof von Chichester. Auch der englische Verleger Victor Gollancz kommt nach Deutschland. Er beschreibt die Situation in seinem Buch In Darkest Germany und gründet die Hilfsorganisation Save Europe Now. Der amerikanische Militärgouverneur General Clay inspiziert Werke der Ruhrindustrie. In den Kruppwerken haben die Demontagen gegen den Widerstand der Arbeiter und der Stadtverwaltung begonnen. Zur gleichen Zeit erhält die Firma die erste Arbeitslizenz zur Reparatur von Lokomotiven.
Der Firmenchef und Alleininhaber Alfred Krupp ist währenddessen noch in Untersuchungshaft und erwartet den Beginn seines Prozesses vor einem amerikanischen Militärtribunal. Der Prozess gegen Alfred Krupp und 11 führende Mitarbeiter beginnt am 8. Dezember 1947 und dauert 8 Monate. Der schwerwiegendste Anklagepunkt ist die Beschäftigung von Kriegsgefangenen und die Teilnahme am Zwangsarbeitsprogramm. Alfred Krupp wird zu 12 Jahren Gefängnis und Vermögensentzug verurteilt. Der amerikanische Hochkommissar John McCloy lässt die Verurteilten jedoch nach 30 Monaten frei und hebt den Vermögensentzug auf. Damit verhindert McCloy die Unterstellung des Krupp-Vermögens unter den Kontrollrat, in dem auch die Sowjetunion vertreten ist. Diese Folge hatten Richter und Ankläger, im Bild General Taylor, nicht herbeiführen wollen. McCloy begründet seine Entscheidung am 31. Januar 1951. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Arbeiter in unmenschlicher Weise behandelt wurden und fortwährend körperlichen Züchtigungen und anderen Grausamkeiten ausgesetzt waren. Ebenso wenig besteht ein Zweifel daran, dass der Industriekonzern und seine Leitung nicht die Hauptverantwortung für diese Behandlung tragen. Es erscheint außerordentlich schwierig, das Maß der persönlichen Schuld unter den in Frage kommenden Angeklagten zu bestimmen. Die Haftentlassung Alfred Krupps hier mit dem amerikanischen Botschafter Bruce bei einer gemeinsamen Treibjagd hat einen politischen Hintergrund. Der Koreakrieg beschleunigt die völlige Integration der Bundesrepublik in das westliche Verteidigungsbündnis. Zum Deutschen Evangelischen Kirchentag haben sich 1950 mehr als 100.000 Gläubige in Essen versammelt. Unter ihnen sind die Bischöfe Dibelius und Lilje, Pastor Niemöller und der Essener Synodale Dr. Gustav Heinemann, dem die Stadt die Wahl zum Ort des Kirchentages verdankt. Martin Niemöller spricht gegen die Wiederbewaffnung Deutschlands, die 1950 noch umstritten ist und Bundesinnenminister Heinemann gerade zum Rücktritt veranlasst hat. Der Name Essens verbindet sich mit dem Ruf nach Frieden. Für die überlebenden und zurückgekehrten Essener Juden baut die Stadt mit Landesmitteln eine neue Synagoge. Sie bietet Platz für 250 Gläubige, aber diese Zahl wird die Essener Synagogengemeinde, die 1933 noch 5.000 zählte, nicht wieder erreichen. Bücherverbrennung in Essen, 1933. Wer Bücher verbrennt, verbrennt auch Menschen, hatte Heinrich Heine ein Jahrhundert zuvor geschrieben. Über die Zerstörung der alten Synagoge in der Kristallnacht berichtet eine überlebende Essener Jüdin. Vor der brennenden Synagoge musste eine Reihe Juden, die man eigens dazu aus ihren Wohnungen geholt hatte, singen. Lichtschein und Rauch der brennenden Synagoge waren von Weitem sichtbar. Vor Schrecken und Furcht habe ich geglaubt, nicht atmen zu dürfen. Essen hat überlebt. Die Schatten der Vergangenheit sind verblasst. Eine neue Stadt ist entstanden. Ein Industriezentrum. Neben Krupp andere große Namen, etwa Gelsenberg, Rheinstahl, Glaswerke Ruhr, Hochtief. Zentrale der Kohlenzechen, die Ruhrkohle AG. Verlagsort großer Tageszeitungen, der Westdeutschen Allgemeinen, der Neuen Ruhrzeitung. Aus dem Ruhrgebiet kommt man in die Einkaufsstadt Essen und zur Gruga, der Gartenbauausstellung. Eine Stadt, in der 1970 3/4 Millionen Menschen leben, mehr als vor der Zerstörung. In den Ereignissen auf Villa Hügel in Kriegs- und Nachkriegsjahren spiegelt sich die Geschichte Essens und der Ruhr. Hitlers letzter Besuch in Essen am 7. August 1940, anlässlich des 70. Geburtstages Gustav Krupps. Frankreich ist niedergeworfen, die Luftwaffe bombardiert englische Städte. Britische Luftangriffe haben in Essen bisher nur Gebäudeschäden verursacht. An dieser Stelle wurden vor Hitler mächtige oder bedeutende Persönlichkeiten empfangen, unter ihnen Professor Sauerbruch, Walter Rathenau, Paul von Hindenburg und Karl Gördeler. Juli 1945, Feldmarschall Montgomery besucht Villa Hügel anlässlich der Übergabe Essens durch die amerikanische Armee an die britische Besatzungsmacht.
Die Zukunft der Ruhr ist zu diesem Zeitpunkt völlig in der Schwebe. Frankreich will Rhein und Ruhr vom übrigen Deutschland trennen. Amerika fordert eine Selbstverwaltung unter Aufsicht. Die Sowjetunion verlangt Vier-Mächte-Kontrolle über das Ruhrrevier. Die neu gewählte britische Labour-Regierung ist zunächst schwankend, dann will sie die Ruhrindustrie verstaatlichen und bei Deutschland belassen. Villa Hügel wird Ende 1945 Hauptquartier der norddeutschen Kohlenkontrolle. Die Behörde regelt die Verrechnung von Kohleausfuhren gegen Lebensmittelimporte, organisiert Maßnahmen zur Produktionssteigerung und entscheidet über die Zuteilungsquoten an deutsche Großverbraucher. Anfang 1949 tagt die Internationale Ruhrbehörde auf dem Hügel. Das Ruhrstatut entspricht weitgehend den ursprünglichen amerikanischen Vorstellungen von Selbstverwaltung unter Aufsicht. ...1952 gibt die britische Besatzungsmacht Villa Hügel ihrem Besitzer zurück. Alfred Krupp bietet den unrentablen Prachtbau, in dem sich schon der Erbauer nicht wohlgefühlt hatte, Stadt, Land und Bund als Geschenk an. Sie lehnen ab. Das Mausoleum des Gründerstils erfüllt wieder den ihm zugedachten Zweck. Es dient als Kulisse der Repräsentation. Noch einmal erstrahlt der alte Glanz festlicher Empfänge. Als Repräsentant des Unternehmens wirkt Berthold Beitz, der Generalbevollmächtigte Krupps seit 1953, der dem Namen Krupp ein neues Image gegeben hat. Alfred Krupp von Bohlen und Halbach, der letzte Alleininhaber des Unternehmens, das früher in der Welt mit Essen identifiziert wurde, stirbt am 30. Juli 1967. Er hat eine durch sein Testament errichtete gemeinnützige Stiftung zur Alleinerbin seines Vermögens eingesetzt. Der Erbverzicht seines Sohnes Arndt ebnete den Weg. Die Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung wird die alleinige Gesellschafterin der neuen Firma Friedrich Krupp GmbH. Mit dem Tode des letzten Krupp und mit der neuen Rechtsform des Unternehmens geht eine Ära zu Ende, die mit dem Schicksal Essens zutiefst verbunden ist. Der Wandel entspricht dem veränderten Bild der Stadt, ihrem neuen Selbstverständnis. Für die Bevölkerung Essens ist der Hügel Zentrum kultureller Veranstaltungen, von Kunstausstellungen, Konzerten, Vorträgen und wissenschaftlichen Tagungen. Er ist darüber hinaus eine Aufforderung zum Erinnern an Größe und Verstrickung, an Aufbau, Zerstörung und Neubeginn.